So, wir sind der Spur, besser gesagt der Straße weiter gefolgt. Hey, halt, da war was. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja. Dann ist es auch auf Veskes Karte. Na los. Veskes hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord. Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Veskes nicht kampflos aufgibt. Ist jemand dabei? Ja, das ist er. Ach, Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Ja, das werden wir sehen. Oh, was? Na, ich hab ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Ja, damit 11% von der Mission ein guter Soldat und 21% von der Mission Offizier und Gentleman erledigt. Geht doch. Schon mehr Männer. Danke, ich seh's. Der letzte? Ja.
Ich glaube schon. Gute Arbeit. Na los, holen wir uns ihren Mann. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. Ich nehme das mal mit. Hütte ist dicht. Du wolltest bei uns mitmachen. Leck mich! Ja, so fest verriegelt. Also. Dummt, ich warne dich, du Arschloch! Du warst mich! Okay. Sie halten Wache, falls noch jemand hier ist. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Die Tür ist zu. Das ist es. Hier unten komme ich rein. Hey, hey, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Okay. Ich gehe einfach darüber. Ja, sympathisch, Frau. Vom Leib, Mann. Warte, ganz ruhig. Wir gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß. Okay. Was zum Teufel war das? Nur eine holde Jungfrau in Nitten. Vasquez? Erledigt. Absolut erledigt. Captain Curry, komm! Hier spricht Curry. Wir sind da. Wir sind auf der Straße zum Haupttor. Halten Sie Ihre Position. Wir kommen. Was ist mit dem Feind und... Sie wurden... neutralisiert. Position halten. Curry, Ende.
Na los. Hier sind Ihre Bikes, Captain. Dann müssen Sie nicht wieder laufen. Danke, Corporal. Corporal Arschkücher. Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine Art Test. Nein. So förmlich sind wir nicht. Wie Sie sehen, lassen einige Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja. Bestanden. Also, bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? St. John, wo haben Sie die Mission? Die Mission befindet sich in 90%. Und Sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben Sie gedient? Marines? Armee? Ja. Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force 10 Jahre. Beim Stack. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm. Alles östlich des Mississippi war in 2 Tagen überrannt. Sie kennen sich in der Gegend aus? Ja, ich komme aus einer Stadt nördlich von hier. Sie heißt Farewell. Davon gehört? Nein. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier. Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Ihr Name war Carrie. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Es ist sehr lange her. Weißt du, ich glaube, dass da heißt kein Zutritt. Hä? Oh, nein, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach Ihnen. Na gut. Ach, na gut. Also, du machst mich zu deiner Komplizin. Nicht gerade galant. Geil, was? Ja, das heißt... Stimmt. Ich werd's nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh, war bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an. Hey, ich hab nichts gesagt, du hast angefangen. Hast du doch. Aber viel Story haben wir heute, ne? Also, wohin gehen wir? Folg einfach dem Weg. Es ist nicht allzu weit. Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte? Nachts, mitten im Nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Schatz, zieh einen Pulli drüber. Sehr witzig. Ja, sie würde gar nichts sagen, oder? Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Degen, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's noch nicht mal meinem Paps erzählt.
Ja, weil dein Vater tot ist. Naja, das ist wohl ein Grund. Die Frage ist, hast du es jemandem im MC erzählt, dass du ein nettes Mädchen aus Seattle datest und kein Flittchen aus dem Stripclub, in dem ihr wohnt? Oh, okay, Moment mal. Also wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens, ich hab's erzählt. Ja, das hab ich tatsächlich. Warst du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Wir finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Oh Mann. Also, sollte wirklich längst im Bett sein. Oh, ich weiß. Oh, hör schon auf. Ich meine, ich muss morgen wirklich früh raus. Ja? Ich auch. Wie läuft's denn? Du willst ja nie drüber reden, also. Es ist nichts, nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Ich dachte, du willst nicht drüber reden. Tut mir leid, es ist... Naja, wie gesagt, es ist nichts. Jedenfalls, danke. Es tut gut, mal rauszukommen. Ja, kein Problem. Oh, können wir schneller gehen. Ist das eine Plantage? Du führst mich zu einer Grasplantage? Was? Tja, das sind Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem, das ergibt eine Grasplantage. Oh, hey, sieh mal, eine Plantage. Du führst mich mitten in der Nacht hierher, mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier draußen anbaut? Ja, du hast mich erwischt. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung. Dann hat dein Studium endlich mal einen praktischen Nutzen. Himmeldeken, was? Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Doch, das ist es. Das war in Wirklichkeit die Wahrheit. Ja, ich lern's wirklich nie. Warum müssen wir so langsam gehen? Nein. Oh mein Gott. Sieh mal das Mondlicht. Es ist wunderschön. Geh weiter. Das Mondlicht? Wir sind fast da. Mondlicht. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn... überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du, so dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmchen. Oh, klar, du ziehst mich wieder auf. Okay, du nimmst einfach gar nichts ernst. Oh, ich nehme alles ernst. Ja, klar. Ja, das mache ich. Ja, man muss alles ernst nehmen, damit man sich darüber lustig machen kann. Hast du so getan, als würde ich Witze machen. Das ist so. Ah, nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt. Romika sind die ernsthaftesten Menschen der Welt. Das ist einfach Fakt. Und weißt du, ich habe ein Handy und ein Foto gemacht. Willst du es sehen? Hey, du bist Wissenschaftlerin. Können wir rational bleiben? Okay, erstens meinte ich nur, dass wir übers Zusammenziehen nachdenken sollten. Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Ich habe eine Zahnbürste bei dir. Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Wow. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du, schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun, aber... Nackbaden. Denn ich will... dir das zeigen. Okay? Siehst du? Hier. Das hier solltest du sehen. Wow, wie wunderschön. War's das wert? Gott, ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Ja? Ticken. Willst du... Will ich? Würdest du, Na gut, gleich Sex. Ist das ein Ja? Zwei Bedingungen. Nämlich? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, dass du mich so oft reitest wie dein Bike.
Klar, kann ich ihr nicht versprechen. Oh, hör auf. Okay, und zweitens? Zweitens darfst du mich niemals verlassen. Okay. Gott, steckt da jetzt dein Bikerring an meinem Finger? Oh, weißt du was? Ich glaube, das könnte sein. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie in die Kette beißen. Nichts sagt, ich liebe dich wie... Hundeschädel. Ein Hundeschädel. Hey, was heißt das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht... Morior invictus. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Total romantisch. Aber ich kriege noch einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll ist. Auf jeden Fall. Es ist schließlich mein Ring. Es ist dein Ring. Etwas Schlichteres. Ohne Zähne. Okay. Geht klar. Mist, tut mir leid. Nein, das ist schon gut. Das Labor, ich muss rangehen. Okay. Hallo? Ja, nein, schon gut. Gleich da. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss jetzt sofort? Ich meine, um diese Uhrzeit? Es tut mir leid, ich muss gehen, aber ich mach's wieder gut, versprochen. Okay. Na los. Okay. Meine Frau hieß, Beth. Nein, ich habe kein Foto. Dann los. Warum hat er gelogen? Natürlich für den Fall, dass er sie doch kennt. Wer weiß, warum er den Ring hat. Damit ist die Mission, ich erinnere mich, zu 96% erledigt. So. Und, ja. Ja, so einen Knüppel haben wir ja eigentlich, ne? So, Knüppel haben wir ja. Wo muss ich hin? Also, wieder zurück zum Motorrad. Hätte man ja auch sagen können. Okay. Warum liegen hier Waffen durch die Gegend? Hallo, Liebling. Das ist normal, wirklich. Sorry, wie bitte? Keine Fotos zu haben von Ihrer Frau, Familie. Ja, warum sagen Sie das? Damals haben alle Smartphones benutzt. Da drin war alles gespeichert. Und ohne die Handys, ohne die Cloud, gibt es auch keine Fotos mehr. Ja, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Meine Frau, Carrie, ihr Vater war Fotograf, oldschool, mit Dunkelkammer und allem. So stur für das digitale Zeitalter, glaube ich. Wäre er nicht gewesen, hätte ich auch keine Fotos. Tja, ich hab sie gehasst. Die Handys, meine ich. Alle haben nur noch auf diese verdammten kleinen Bildschirme gestarrt und ich selber hatte nie eins. Interessant. Wie hat das funktioniert? Ich war Mechaniker. Ich hatte eine Werkstatt und wohl das letzte Festnetztelefon in Fairway. Er sagte, sie kämpfen nicht gegen die Viecher. Gegen was denn dann? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Von Lotto Story habe ich ganz vergessen, das zu sagen. Echt groß. Ihr Typen nimmt den Scheiß wirklich ernst. Der Colonel glaubt mit Motivation und Disziplin. Können wir alles erreichen. Los, beweg deinen lahmen Arsch. Ich mach schon so schnell ich kann. Beweg dich! Ist das für Sie Motivation? Er hat im Süden der Insel ein Arbeitslager errichtet. Für die Untauglichen. Manche davon brauchen viel Ermunterung. Ist klar. Los, kommen Sie. Ja, Sir. Gehen Sie zu den anderen. Viel Glück, St. John. Haben dich auch erwischt, hä? Huh? Was soll's? Hey, Mann.
Schön, dich wiederzusehen. St. John, ne? Sohn eines Predigers. Taylor, was soll dieser Sohn eines Predigers-Scheiß dauern? Ich mach doch nur Spaß, Mann. Hattest du Erfolg? Was? Die Frau, die du gesucht hast, mit der ihr früher unterwegs war. Nein. Ich will euren Schmuck, Uhren, den ganzen Scheiß. Los, in die was? Tasche. Klar, Mann, gar kein Problem. Was soll der Scheiß? Rekruten sind Besitztümer nicht erlaubt. Außerdem wird sowieso nur geklaut. Los, gib schon her. Ja, klar, wird sowieso geklaut. So ein Bullshit. Achtung! Was? Ja. Kannst du ja Lucky mitnehmen. Er hatte unter. Rührt euch! Besucher sind hier nicht willkommen. Sie sind hier, weil sie eingeladen wurden, rekrutiert von meinen Offizieren. Wenn sie antworten, sagen sie mir erst ihren Namen. Nachname zuerst. Ich komm klar, wie alle anderen. Name. Shit. Adkins. Crystal. Sir. Wie viele haben Sie getötet? Vorher oder nachher? Antworten Sie einfach. Leck mich! Wir alle taten Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Um uns zu retten, zu überleben. Der Allmächtige versteht das. Der Allmächtige vergibt uns. Doch hier, auf dem Gesicht dieser Frau, sehen wir die Spuren Satans. Knast-Tattoos. Die zeigen, wer sie mal war und zweifellos noch ist. Es sind Menschen wie Sie, die verantwortlich sind. Sie bringen den Zorn des Allmächtigen über uns alle hier unten. Bringt sie ins Arbeitslager. Was? Scheiße, leck mich doch! Ja. Ja. Gott verdammt! Komm schon, Arschlöcher. Schätzchen! Lass los mich jetzt. Los! Verdammte Scheiße! Los! Hände weg! Was ist mit Ihnen? Taylor, Wade und... nein, Sir. Ich war noch nie im Knast. Hab keinen getötet, nichts in der Art. Sie waren sehr lange da draußen. Ja, ich meine, ich weiß, wie man schießt. Mein Dad nahm mich früher mit auf die Jagd. In einem Camper, Klemme Forces, war. Was ist mit Ihnen, Sohn? Kennen Sie sich mit Waffen aus? St. John, Deacon. Ja, ich kenne mich mit Waffen aus. Sie sind ein Drifter. Zeigen Sie Ihren rechten Arm. Du nimmst ihn mir ab. Gebirgsjäger. Ja, dass er hier nicht Irak? Afghanistan. Ehrenhaft und keine Lügen. Ich mag das. Ein Einsatz, ehrenvoll gedient. Und jede Minute davon gehasst. Du sollst nicht lügen. Guter Mann. Heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie nun feierlich die Verteidigung der neuen Verfassung dieser Vereinigten Staaten. Gegen alle Feinde, natürlich und unnatürlich, immer nach ihr zu handeln und sie zu beschützen. Und alle Befehle bedingungslos auszuführen. Also, schwören Sie! Ich schwöre. Wegtreten! Kommen Sie mit, mein Sohn. Wie läuft es, Soldat? Captain Khoury bringt mir nicht damit mehr viele Rekruten. Ist die Mission ein guter Soldat zu 28% und Offizier und Gentleman zu 30%. Ich war lange in der Außenwelt. Sie kennen sich mit den Freaks aus? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich schätze, so gut wie jeder andere, Sir. Gut, gut. Hier rein. Der Doc soll sie sich mal anschauen. Tja, aber wir enden jetzt an der Stelle mal die Folge. Bis dann. Tschüss.